Hallo, heute stelle ich euch unsere Wärmezahn vor. Wir haben vier Modelle. Alle besitzen ein langes Kabel und ein Temperaturregler. Ich fange mal mit dem Modell 611 an. Bei dem ist es besonders, weil es eine schöne Einkerbung vorne an der Spitze ist, gedacht zum Beispiel für Rundbondings. Hier vorne die flache Spitze ist mehr für die Flachbondings. Das heißt, sie ist geeignet für Flach- und Rundbondings. Was auch bei dieser Wärmezange sehr schön ist, sie hat einen sehr stabilen Griff und lässt sich gut handhaben und einfach handhaben. Dieses Modell, die Wärmezange, bieten wir auch immer zu unseren Starter-Sets an. Wie am Anfang gesagt, Temperaturregler befindet sich bei dieser Wärmezange jetzt direkt hier unten. Und einzustellen von 100 bis 200 Grad. Dann kommen wir gleich zu unserem nächsten Modell, das Modell 668. Das ist an der Spitze vorne genauso ähnlich wie bei 611, hat ebenfalls eine Einkerbung und vorne etwas flacher. Wie gesagt, für Rundbondings und Flachbondings geeignet. Was sich hierbei unterscheidet ist, das Design und dass man dazwischen vier Farben wählen kann. Das heißt, hier habe ich Lila, Schwarz, Silber und Pink. Und was hier halt noch sehr schön ist, ist halt auch dieser Bügel. Da kann man die Wärmezange dann auch schön ablegen. Bei dieser Wärmezange ist der Temperaturregler am Kabel mit befestigt. Und man kann dort wählen zwischen ebenfalls 100 bis 200 Grad. Wir empfehlen meistens mal so 180 Grad für harte Bondings, bei weiche Bondings immer ein bisschen weiter runter regeln. So, dann kommen wir schon zum dritten Modell. Das ist dann das Modell 688. Hier ist gleich zu sagen, hat vorne keine Einkerbung, ist schön flach, sehr gut geeignet für unsere Flachbondings. Auch sehr schön stabiler Griff, schön zu handhaben, einfach. Das Design ist auch sehr schön, schwarz und rot. Und hier befindet sich der Temperaturregler hier mit drinnen, in der Wärmezange mit drinnen. Und regeln kann man da auch zwischen 80 Grad sogar bis 200 Grad hoch. Und ebenfalls, wie man sehen kann, ein schönes langes Kabel dabei. Und zum letzten Modell, das ist ähnlich wie das Modell davor, hat ebenfalls vorne eine flache Spitze, auch schön geeignet für unsere Flachbondings. Und was auch super ist, der Griff, ne? Der sich gut mit rumhantieren. Dann ebenfalls Temperaturregler, der ist jetzt hier direkt am Kabel wieder dran und auch einzustellen von 100 Grad bis 200 Grad. Das waren jetzt alle unsere vier Modelle. Zum Schluss gebe ich euch nochmal einen Tipp. Ich sage mal so, ihr braucht nicht wundern, wenn die Lampe dort, Startlampe, mal an- und ausgeht. Das heißt einfach nur, dass sich die Wärmezange automatisch reguliert. Und wie gesagt, was wichtig ist, beim weichen Bonding immer die Temperatur etwas weiter runterstellen. Und beim harten Bonding empfehlen wir so, wie gesagt, sogar 180 Grad zu nehmen. Sollte es dennoch mal beim Bonding geschehen, dass etwas Fäden zieht, dann einfach nur die Temperatur ein bisschen runterregeln und dann ist das Problem damit auch gelöst. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis bald!